Mitte März, direkt in Bremens Innenstadt. Rocker wollen ein Clubhaus einweihen. Die Polizei ist auch da, man kennt sich schon. Anfangs haben sich alle unheimlich lieb. Gut, ich bedanke mich erstmal für die Auskunft. Alles Weitere werden wir dann mal dahin. Das sagt gerne. Und ich hoffe, dass das alles schön ruhig noch läuft. Wir gehen davon aus. Ich auch. Dann der erste Fund. Die Partygesellschaft hat eine Machete dabei. Das kommt immer mal wieder vor, wenn Bremer Rockergruppen vermeintlich ganz friedlich feiern. Und er hat solche Szenen schon erlebt. Anwohner Wolfgang Budde ist umzingelt von Rockerclubs. Mit einer Bürgerinitiative kämpft er gegen sie. Denn sein Viertel ist ein Aufmarschgebiet. In dieser Richtung ist der Club der Hells Angels, ungefähr 100 Meter entfernt. In dieser Richtung ist der Club der Red Devils, ungefähr 250, 300 Meter entfernt. Und in dieser Richtung war bis Anfang des letzten Jahres der Club der Mongols, ungefähr 400 Meter entfernt. An sich das Auftreten der Hells Angels und deren Art Verwandten sind ja nun auch bedrohlich genug. Sie müssen ja gar nicht viel machen. Sie brauchen sich ja mit ihren Kunden nur hinstellen und brauchen einfach nur böse gucken. Das strahlt schon eine Atmosphäre aus, wo Leute auch Angst haben. Bremen und seine vielen Rocker. Die Bürger verschreckt, die Opposition empört. Ich glaube schon, dass Bremen ein Rockerproblem hat. In der Vergangenheit war es so, dass den Hells Angels beispielsweise einige Dinge, sagen wir mal, gestattet worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten. Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon. Da steht ein ganzer Clan an Familien dann dahinter, die auch sehr schnell rekrutiert werden können und die ganz besonders auch auffällig sind, dadurch bedingt, dass sie zahlreiche Straftaten hier in Bremen begangen haben. Die Polizei ermittelt seit Jahren, nimmt fest, viele seien kriminell. Die andere Seite nennt rabiate Hausdurchsuchungen schon mal Diskriminierung. Wir werden nicht wie Menschen behandelt. Die erniedrigen uns hier immer, die provozieren uns, damit wir noch mehr kriminell werden oder kriminell werden. Also wir wissen gar nicht, was wir machen. Was sie machen? Allein 2010 listet die Polizei 648 Straftaten nur eines Clans auf. Wir wollen mit einem der Anführer sprechen. Der ist schwer zu finden und, so lässt er ausrichten, mit der Presse will er lieber nichts zu tun haben. Diese Großfamilie oder diese ethnischen Clans haben natürlich zu einem großen Teil auch das Ziel, im Bereich der organisierten Kriminalität tätig zu sein. Das gilt genauso für die Rocker. Bremens Rocker. Die Mongols sind inzwischen zwar verboten, aber nächste Truppen stehen schon bereit. Diese nennen sich Median Empire. Im Internet machen sie auf harten Mann, posieren mit Waffen. Und auch die Black Jackets sind im Anmarsch. Sie haben ihr Clubhaus 15 Kilometer vor Bremen. Im Internet auf YouTube reimen sie schon bedrohlich wie die ganz Großen. Gefährliche Straßengangs schließen sich uns an. Egal was noch kommt, wir halten zusammen. Bei dem nächsten Mal. Drohgebärden als Lifestyle oder bald schon Realität? Wobei wir momentan die Situation. Anwohner Budde ist noch mal auf privater Streife vor dem Clubhaus seiner Hells Angels Lieblingsfeinde. Heute ist mal nicht so viel los, egal. Budde will eine Polizei, die durchgreift, keine, die kuschelt, so wie er es früher mal beobachtet hat.
können. Man hat sich abgeschlagen, hat miteinander gescherzt und geherzt. Man hat sich die Motorräder angeguckt, man hat sich die Autos angeguckt, man ist grüßend davon gefahren. Das ist absurd. Wir haben da so eine völlig entgegengesetzte Strategie. Hier wird nicht gekuschelt und der klopft doch niemand auf die Schultern. Wenn Sie sich mal anschauen, was in den letzten Monaten an Aktionen gelaufen ist, es war immer sehr deutlich, wer Herr des Verfahrens ist. Na, dann ist ja alles gut. Bremen hat sich jetzt ganz fest vorgenommen, Null Toleranz gegen Rocker durchzusetzen. Und man hofft vor allem, dass dieses Jahr nicht wieder Rocker den Verkehr regeln. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten. Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon. Da steht ein ganzer Clan an Familien dann dahinter, die auch sehr schnell rekrutiert werden können und die ganz besonders auch auffällig sind, dadurch bedingt, dass sie zahlreiche Straftaten hier in Bremen begangen haben. Die Polizei ermittelt seit Jahren, nimmt fest, viele seien kriminell. Die andere Seite nennt rabiate Hausdurchsuchungen schon mal. Gemacht worden sind, in Anführungsstrichen, die sich im Nachhinein als nicht besonders glücklich erwiesen haben. So wie 2010. Die Rocker machen eine Ausfahrt. Und damit sie auch viel Platz haben, sperren sie gleich mal eine Spur der Autobahn. Wer vorbei will, wird beinahe gerammt. Die Polizei immerhin lassen sie passieren. Fröhliches Winken inklusive. Kontaktaufnahme mit Bremens Hells Angels. Seit mehr als 10 Jahren ist in der Innenstadt ihr Stützpunkt, natürlich komplett abgeschirmt. Nur Mitglieder und Freunde dürfen rein. Wir wollen wissen, müssen Bremens Bürger 2012 wieder Angst haben? Im Moment will keiner gern reden, die Lage sei doch gerade so schön ruhig. Immer bis zur nächsten Schlacht. Im Mai letzten Jahres mischen die Mongols Bremen auf. Dabei wollten sie nur einen Spaziergang vor dem Clubhaus der Konkurrenz machen. Bremen, immer wieder Tummelplatz von 5 Rockerclubs. Und die Mongols sind eine ganz besondere Truppe. Angeführt werden sie von Migranten. Sie sind Angehörige einer gefürchteten Großfamilie aus dem Libanon.